Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen The Legend of Zelda Skyward Sword für die Nintendo Wii und wir haben im ersten Tempel, im Tempel des Himmelsblicks, haben wir alles zusammen. Wir müssen jetzt nur noch den Boss besiegen. Und zu dem werden wir jetzt hingehen, denn auch den Schlüssel zum Boss haben wir schon. Wir können also jetzt... Ach so, wir müssen den Schlüssel natürlich auch noch selber einfassen. Oh Gott, ich kriege hier gerade Krampf. So. Ach so, haha, wir können das selber nochmal greifen. So. So, jetzt müssten wir es eigentlich reinschieben können, oder? Ja, es ist richtig. Und jetzt nach vorne. Einfügen. Ah, okay. Wir müssen nicht die Wii-Fernbedienung nach vorne schieben, wir müssen es loslassen und dann mit A nochmal bestätigen. Sehr schön. Und auf einmal ist der Schlüssel zerbrochen und die Tür lässt sich öffnen. Nein, der Schlüssel ist nicht nur zerbrochen, er ist weg. Egal. Oh, und der Laser von der Wii U, der lädt sich gerade einen Wolf. Wow. Wer bist du denn? Sieh an. Wen haben wir denn da? Ich dachte bereits, mein kleiner Wirbelsturm hätte dich in Stücke gerissen. Nicht, dass dies irgendetwas ändern würde. Ein Kind wie du. Das Einzige, was mich interessiert, ist Zelda, deren Präsenz ich noch durch dieses Tor spüre. Ich habe diese heilige Göre aus ihren Wolken Kuckucksheim gerissen, hier herab zu mir und meinen Schergen. Oh, wie unhöflich von mir, wie es scheint, habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Unwürdiger. Ich bin der Dunkelfürst, dessen Name das Erdland, ja sogar die ganze Welt in Ehrfurcht erstarren lässt. Jirahim. Für dich freiwillig, Fürst Jirahim. Merk dir meinen Namen, es wird der letzte sein, den du hörst. Na, das wollen wir doch mal sehen. Doch, was ist das? Wagst du, kleiner Wicht, es etwa, mich herauszufordern? Das Mädchen, es sollte sich doch längst schon in meinen Händen befinden. Doch dann musste diese schmächliche Handlangerin der Göttin auf den Plan treten und sie mir entreißen. Mein Kleiner, kannst du dir vorstellen, was ein Fürst wie ich ob dieser Schmach empfindet? Wut! Fürchterliche, rasende Wut! Mein blaues Blut kocht vor Zorn! Weißt du, nach was es mich in diesem Moment gelüstet? Nach einem Opfer, an dem ich meinen Zorn auslassen kann! Andererseits, gereicht ein Stallbursche wie du einem Fürsten wie mir nicht zum Gegner? Ich werde dich daher nicht töten. Nein, ich werde dich nur so zurichten, dass du den Rest deines erbärmlichen Lebens an mich denken wirst. Ha! Okay, wir sind beim ersten Boss. Und ich habe keine Ahnung, was wir tun können. Wir packen einfach mal das Schild, den Schild aus. Okay, wir haben ihn einfach mal ein paar Mal geschlagen. Das ist okay. Lass die Scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Ach so. Okay, wir können also quasi an seiner Hand vorbeischlagen. Können wir vielleicht mit dem Skyward-Schlag irgendwas ausführen? Ja, sehr cool. Der scheint mir gerade irgendwie nicht sonderlich viel zu können. Die Frage ist natürlich, wie oft wir hier auf ihn draufhämmern müssen.
Okay, nein, das hat natürlich jetzt gerade gar nichts gebracht. Nein! Von unten da geht... Oh. Scheiße. Aber solange ich die Bewegung deines Schwertes sehe, blocke ich jeden deiner Angriffe mit einer Hand. Okay, ah. Scheiße. Nein, 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 nein. Oh Gott, der macht uns unser Schwert kaputt. Ich sehe es schon, unser Schild kaputt. Ich sehe es kommen. Nein! Solange der unsere Angriffe sieht, wie können wir ihm denn die Angriffe nicht sehen lassen? Analysier mal. Du stehst Jiraim gegenüber. Er nennt sich selbst Dunkelfürst, über seine Herkunft ist mir jedoch nichts bekannt. Meiner Analyse zufolge ist er äußerst intelligent. Zudem geht von ihm eine starke bösartige Aura aus. Er hat den Anschein, als nutze er im Augenblick nur einen Teil seiner wahren Macht. Gib mir mal mehr Details. Er scheint sehr überzeugt von seiner Stärke zu sein. Achte jedoch auf seine rechte Hand, mit der er versucht, dein Schwert festzuhalten, Gebieter. Jiraim beobachtet, wie du dein Schwert hältst und bereitet sich so auf deinen Angriff vor. Ich empfehle dir, ihn täuschen und aus der entgegengesetzten Richtung anzugreifen. Okay, mach mal mehr Details. Dies sind alle Daten, die ich bisher in Erfahrung bringen konnte. Sollte ich neue Informationen haben, teile ich dir dies über das Leuchten deines Schwertes mit, Gebieter. Rufe mich dann, indem du nach unten drückst. Solltest du Informationen zu deiner Ausrüstung oder der aktuellen Umgebung benötigen, fordere meinen Lagebericht an. Okay. Fuck. Okay, ja, das funktioniert. Also, ah. Oh oh. Oh oh. Da können wir aber ausweichen. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Nein! What the heck? Okay, okay, okay. Wir müssen ihn kaputt kriegen. Aber bis jetzt sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Scheiße. Shit, 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 shit. Wo kommst du her? Okay. Oh. Nein, komm, steh auf. Leg. Ah, fuck. Na. Herzen, gib mir Herzen. Wow. Wo ist er? Wo ist er? Jiraim. Ich glaube, er ist recht im Arsch. Auch wenn das nicht seine volle Power ist, die er zeigt. Nein. Ah, scheiße. Nein. Okay, wir holen uns mal eben schnell ein paar Herzen. Zum Beispiel dieses. Fuck, 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 fuck. Oder dieses. Und dieses. So, wo bist du? Da, da, da. Nein, weg. Nein. Das gibt's doch nicht. Ich will nicht sterben. Auf keinen Fall will ich sterben. Das gibt's doch nicht. Wo bist du? Okay. Immerhin hat diese Attacke funktioniert. So. Na, vielleicht könnten wir da eine Gegenattacke machen. Nein, nach hinten! Mann, Link, du machst mich echt ganz bekloppt. Nee, das funktioniert so nicht. Okay. Scheiße! Okay. Holen wir uns noch ein paar Herzen. Da, natürlich musste das treffen.
Steh auf, Link! Kacke. Jawohl. Hat es geklappt? Nun, für ein Kind hast du ganz brauchbare gekämpft. Aber bilde dir nichts darauf ein. Du solltest lieber dein Schwert danken. Ich habe mich wohl zu lange mit dir abgegeben. Ihre Präsenz schwindet. Hier gibt es nichts mehr für mich. Liebe wohl, Himmelskind. Ich lasse dich gehen, aber komm mir kein zweites Mal unter die Augen. Wir haben es geschafft. Yes. Supergeil. Oh. Diese Steuerung ist da. Unglaublich ätzend. Aber wir haben einen Herzcontainer erhalten. Deine Lebensenergie wurde um ein Herz erhöht und wieder vollständig aufgefüllt. Sehr schön. Wir haben Jirahim besiegt. Sagen wir vorerst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das letzte Mal war. Ja, diese Herzen, da brauchen wir nun auch nicht mehr. Und ich glaube, wir müssen durch diese Tür. Ja, genau, korrekt. Gehen wir durch! Wow. Epic. Wir haben Gras. Wir haben nicht irgendwas Verdorrtes. Wir sind scheinbar wieder im Wald. Was haben wir hier? Ist hier Zelda? Hier ist auf jeden Fall eine Statue der Göttin. Und so ein Teil, wie wir es schon mal in der großen Statue der Göttin hatten. Können wir es mit dem Käfer beschießen? So? Nein. Ah, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Komm, mach ein Himmelswärts, genau, und zack! Haha! Was passiert jetzt? Sehen wir Prinzessin Zelda? Nee. Gebieter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Die heilige Maid, die aus den Wolken kam, um sich zu reinigen, bereist sie zwei heilige Orte, die Quelle des Himmelsblicks und die Quelle des Erdlandes. Die nächste heilige Stätte, die Quelle des Erdlandes, liegt in Eldin, dem Land des Feuers. Dort weilt nur die heilige Maid, dem göttlichen Auftrag folgend. Du hast die Rubintafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Gebieter, wie ich gerade übersetzt habe, hat sich Zelda hier spirituell gereinigt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% hat sie sich zur nächsten Quelle in Eldin begeben. Wie sie sich sofort bewegt, ist allerdings unklar. Aber wenn wir die soeben gefundene Steintafel zum Podest im Wolkenhort bringen, dann wird vermutlich eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können die Suche nach Zelda fortsetzen. Ich empfehle, die Statue vor dem Tempel zu verwenden, um ins Wolkenmeer zurückzukehren. Das werden wir tun. Allerdings... Ja, wir speichern jetzt mal.
Allerdings wollte ich noch nicht aus dem Tempel raus. Hm. Das ist scheiße. Ein Q! Hey, ich bin's. Hast du deine Freundin schon gefunden? Leider nicht. Das ist schade. Aber wenigstens scheinst du zu wissen, in welche Richtung sie gegangen ist. Endlich habe ich meine Freunde alle wiedergefunden. Vielen Dank, mein Freund. Mach's gut. Und sieh zu, dass du deine Freundin findest. Ja, mach ich. Gut. Danke, Spiel. Wir wollen nochmal in den Tempel rein. Das trifft sich ganz gut. Ich habe nämlich auch nicht weiter viel vorbereitet für diesen Part. Das heißt, wir werden jetzt nochmal in den Tempel gehen und quasi zum... Oh nee, es sind alle Gegner wieder da. Das finde ich jetzt aber scheiße. Ja, du machst das nicht da. So. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Denn... Wir haben hier eine ganz wichtige Sache noch vergessen. Man hat es eben kurz in der Animation gesehen, aber da war es leider schon zu spät. Da kamen wir schon nicht mehr drum rum, aus diesem Tempel rausgebracht zu werden von Pi. Unten war nämlich noch ein Göttinnen-Ding zurück. So. Wegstecken. Danke. So ein Göttinnen-Artefakt, so ein Artefaktwürfel. Und den... Ups. Ja, okay. Habe ich begriffen. Wir brauchen dafür die Flitsche. So. Okay. Du bist kaputt. Dankeschön. Da hätten wir gar nicht hochgemusst, sondern... Wo ist denn die Tür? Hier. Okay. So. Wir können ja jetzt eigentlich überall geradeaus durch. Wir müssen ja keine Rätsel mehr lösen. Die sind ja alle schon gelöst. Nein, nicht an der Wand hochrennen, sondern hier durchrennen, genau. Perfekt. Da. Natürlich sind alle Gegner wieder da, aber wir können ja einen ganzen Haufen davon einfach mal skippen. Ich hätte das natürlich jetzt auch schneiden können, aber da ich ja so gut vorbereitet bin und hiernach sowieso noch super viel Content für diesen Part habe, dachte ich mir, lasse ich das einfach mal bleiben. Schön wäre übrigens auch, wenn die Vogelstatuen hier drin Schnellreisefunktion hätten, aber natürlich haben sie das nicht. So, dann habe ich gerade noch gesehen, da können wir auch noch ein Bernstein-Artefakt holen. So, komm, gib mir das, danke. Vielen Dank. So, davon, nee, zurück. Davon haben wir jetzt, glaube ich, auch echt gut, eine gute Anzahl. Link, nein, 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 nein. Du bleibst bitte hier. So, und wir müssen den Bockblind jetzt gleich runterschmeißen, wenn er jetzt auf das Seil kommt. Okay, hoch, 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 hoch. Und wieder wippen, 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 wippen. Nein, komm. Oh, fuck. Wieso ist denn, kommt denn da noch einer von hinten? Was soll das denn jetzt? Bleib da drauf, Link. Echt? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der durch den Raum mitkommt. So. Hier wollen wir hin. Ich hoffe, der Kampf gegen Jiraim geht jetzt nicht mal neu los, aber sollte er eigentlich nicht. Den Boss haben wir ja bereits besiegt. Wenn doch... Nee. Wenn doch, dann würde ich jetzt tatsächlich einen Cut machen. Aber so können wir das noch locker mit in den Part aufnehmen. So. Wunderbar. Und dann holen wir uns hier noch... Da war ein blauer Vogel. Ist der weg? Ich glaube, er ist weg. Ja, schade. Gut. Aber vielleicht können wir dahin, ohne dass die wegfliegen. Schauen wir mal. Vögel fangen müssen wir ja immer noch üben. Na toll. Ich kann es nicht. Wir müssen es lernen. Wir brauchen blaue Vögel. Wobei, vielleicht können wir auch einfach das Minispiel aus einem der letzten Parts, vor 5 Parts müsste das eigentlich gewesen sein,
Vielleicht können wir auch mehrfach blaue Federn sammeln. Ich weiß es nicht. Wir brauchen, glaube ich, 4 Stück. Na gut, wir haben auf jeden Fall diese Göttinnenstatue, Göttinnenartefakt gerade aktiviert. Ah, da ist der blaue Vogel auch wieder. Na, vielleicht können wir ihn diesmal fangen. Nee, B. Ganz langsam anschleichen und... Fuck! Ich bin echt nicht gut mit dem Ding. Ich muss das mal offscreen trainieren. So, gut. Das haben wir geschafft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mit der Statue, die hier vorsteht, raus aus dem Tempel. Und dann speichern wir das Ganze und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Das klingt nach einem Plan, oder? Ja, 4 Parts für diesen schönen Tempel. Hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich denke euch auch. Keine Ahnung. Ich hoffe. Könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Ja, sehr schön. So, wo ist die Statue? Da. Hallo Statue. Wir wollen nach draußen. Ja, sonst hätte ich das jetzt nicht gesagt. Vielen Dank fürs nach draußen bringen. Das geht deutlich schneller, als wenn wir den ganzen Weg wieder gehen. Jetzt haben wir gerade nochmal den Tempel im Kurzformat gesehen. Und hier werden wir speichern und hier werden wir uns im nächsten Part dann wieder treffen. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis dahin sage ich Keep Gaming und ciao.